Es ist der 2. März, als Nikita Demenkov gerade einen Spendenaufruf für seine Kanäle in den sozialen Medien aufnimmt. Plötzlich schlägt direkt über ihm eine Rakete in das Gebäude ein, vor dem er gerade steht. Ein lauter Knall. Demenkov sucht sofort Schutz vor herunterfallenden Trümmern. Seit Tagen schießt Russland unzählige Raketen auf die Millionenstadt Kharkiv im Osten der Ukraine. Demenkov selbst hat den Angriff überlebt, dokumentierte nach dem Einschlag die Wucht der Explosion. Nach ukrainischen Angaben sind am Mittwoch und Donnerstag mindestens 34 Zivilisten in Kharkiv getötet worden. Weitere 285 Menschen wurden verletzt, darunter 10 Kinder. Das teilte der regionale Zivilschutz mit.